Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Dommer dabei. Moin! Und wir gucken uns heute an Flux Stompy gegen Goblins. Ich glaube, es sind Food Chain Goblins. Ich bin mir mal gerade nicht sicher, es könnten auch Agro Goblins gewesen sein zu dem Zeitpunkt noch. Ich weiß das. Wir werden das gleich noch sehen. Goblins ist ja mittlerweile sehr viel unterwegs. Flux Stompy hier in der Version von Moon Stompy, die beliebtere, oder? Ja, aktuell ein bisschen beliebter, weil halt aggressiver, weil halt Fireflux Squad mit Into Fury ist halt so ganz nett. Man tauscht einen 1-1 Token gegen einen 4-4 Doppel, ne, 3-3 Doppelschläger. Der dann noch 4 Schaden an Kreaturen ist, wenn er ins Spiel kommt. Genau. Auf der anderen Seite, ich glaube, das war noch ohne Shame. Ich glaube, das war noch normales Goblin. So oder so haben wir Turn 1. Ja. So oder so ist es ja so, dass Goblins hier eigentlich ja im Nachteil ist, weil Flux Zombie spielt ja relativ wenige Moon-Effekte und damit ist das sehr, sehr wenig unterwegs. Dafür trotzdem weiterhin Chalice und Trainingssphäre. Ja. Dementsprechend könnte das sehr, sehr ärgerlich werden. Ich habe auch auf der Hand schon auf jeden Fall einen Chromox-Skin. Das wird ein explosiver Start. Das ist halt so ein Start. Ne? Das ist mehr Bling. Schade, dass hier die Fettständer nicht voll sind. Ich möchte das mal kurz erwähnen. Ja, ja, also da sind wir wieder die Budget-Spieler. Ja, die Budget-Spieler mit ihren Black Border Duels. Genau, auf der anderen Seite, da ist tatsächlich ein Moon auf der Hand. Ja, aber den kannst du in Chromox reinschmeißen. Ja, aber willst du hier jetzt mit der City anfangen, damit du einen Drop hast? Weil der darf dich nicht hitten. Nee, das... Ja, der darf nicht hitten. Das ist easy game, easy life für der Blood Moon kann so oder so. Blood Moon geht da rein. Mehr Goblin, das ist das Goblin Mirror. Ja, Goblin Mirror ist da tatsächlich, weil du hast ja 8 Goblins im Flux Stompy plus ja, die 4 Fireflux plus 4 Fury plus... Ja. Das tut auf jeden Fall weh. Ja, machst du halt einfach nichts. Ne? Also die Hand sagt mir, das ist kein Food Chain Goblins. Gut, dass wenigstens einer drauf achtet. Ja, dementsprechend ist es wahrscheinlich eher aggro. Boah, so viele Länder. Das ist echt, also das ist für Flux schon echt viel Land. Ja. Nimmt man jetzt hier den Spell, um 2 Schaden auf 2 Targets zu ziehen? Klar, warum nicht? Ja, nice. Also ein Target, ein Schaden auf jedes Target. Und dann geht man in Combat. Und dann geht man mal für 5 hauen. Ja, hat mal 6 in die Rippen geboxt. 5, ja, insgesamt 6. Oh. Insgesamt 6, ja. Ja, 4, 5, dann ist man auf 14. Mathe und so. Achso, es wurde noch gefetcht, ja. Ja, man macht doch nur 5 Damage. Plus ja, plus sind. Einen vom ersten Angriff, vom ersten Goblin. Oh, yo, den hat nicht voll ins Übersehen. Korrekt, den habe ich voll ins Übersehen. Da war ein Fetchland, das billige Blackwater Duel. Ja, weil es deutsch ist. Ja, Budget-Spieler. Ja, ich verstehe es auch nicht. Gut, was kann man jetzt ziehen? Flux-Lobby wäre natürlich nice. Aber kann man auch nicht casten. Fury und Chromax, nicht unbedingt die Hand, die man möchte. Nee. Auf der anderen Seite ist man halt nur noch ein Soulland davon entfernt, Fury zu casten. Ja, Fury zu casten, ein Board wegzuräumen, dann zu... Oder halt noch eine rote Karte, weil man hat noch ein Land auf der Hand. Stimmt. Vor allem, wenn man jetzt wirklich mit dem Runterprügeln, ja, ist das ist over. Goblins, dass 2 Runden lang kein Länder zieht, das ist ziemlich ätzend. Sideboarding, ja. Flux Stompy gehen wahrscheinlich Blood Moons raus. Ja. Wahrscheinlich mehr Miet rein oder sowas wie Rough and Tumble oder so. Oder Wear and Tear. Ja. Jede Kreatur kriegt einen Schaden. Jeder Spieler kriegt 2 Schaden oder zerstört Artefakt. Ja. Gut, bei Goblins. Wahrscheinlich der Muxus aus dem Sideboard, würde ich von ausgehen. Vielleicht, wenn sie sich spielen, Pleco Engineers. Sharpshooter ging ja spielt man nicht mehr. Leider. Ätzend. Dinge haben viel zu oft 3 hinten stehen. Oder 2. Reicht ja auch schon. Genau. Scrapmaster ginge. Ja, gegen die ganzen. Trashmaster heißt Trashmaster. Ja, gegen die ganzen Mox-Effekte. Ja, genau. Artefakte und den ganzen Gedöns. So. Das ist eine Menge Land und 2 Furies. Das ist halt, ich keep die Hand und hoffe, dass mein Top-Deck gut ist, oder? Man hat kein Vertrauen ins Deck. Boah. Da ist auch jetzt nicht irgendwie so ein Dan of the Bugbear dabei, oder? Doch.
Dann auf der Bugbears dabei, also dann dieses Landross. Genau. Du hast da dann halt zu Turn 2. Ja, okay, mit das Wut anscheinend auch gehalten. Ja, von beiden. Flux Dumpy bringt dir nichts. So. Fireflux macht halt gerade gar nichts. Nimmt man da jetzt eine Fury oder das Flux? Ich glaube, man nimmt das Flux, oder? Ja. Flux. Du bist näher an Fury dran, der Impact hat als... Ah, den habe ich vorhin übersehen, den Goblin. Den habe ich auch übersehen. Hupsi. Ja, gut, dann macht die Hand natürlich um einiges mehr. Das gerade für den Agro-Plan. Ja, das ist easy. Fury kann Goblins ja auch spielen. Ja, stimmt. Tatsache. Da kommt, genau, der Kleine, der bringt einen Dude mit. Das alleine zeigt schon, das ist kein Food Chain. Nee. Ja, ansonsten... Vom Start her kann man jetzt halt tatsächlich sehr, sehr gut weitergehen. Hätte man hier jetzt dann eigentlich die Fury behalten sollen, eine? Man hat ja die Furies auf der Hand behalten. Also man hat ja noch zwei. Oder meinst du die Fireflux? Ja, also nur eine Fury. Das ist nur eine Fury, aber du brauchst halt den Removal-Plan nach Möglichkeit gegen Goblins. Ne? Ja, das stimmt. Schon. Ja, einer bleibt liegen, das ist egal. Genau, dann geht man in Combat, dann geht man hauen, pumpt. Ne, ist nur mit denen hauen. Ja, weil er sonst ja einen 1-1er Flash hätte. Ja. Ja, ein Lecky. Ja, du musst blocken können. Blocken ist wichtig in dem Deck. Ja, vor allem, weil Fury kein Flash hat. Ja, das stimmt. Würde den aber auch viel zu broken machen. Ja, dann würdest du den einfach überall drin spielen. Ja, genau. Da kann eine rote Karte pitchen, ich spiele Fury. Fetchland, glaube ich. Nee, das ist ein... Ach Gott. Oh Gott, wie heißt das, wo man Kreaturen wieder oben aufs Deck legen kann? Warrior Stronghold. Genau. Das ist schon... Da hat man den Cycler gehabt, ja. Keine Blocks. Das ist jetzt auch strong, weil man kann jetzt halt hingehen und kann... Nichts reinlegen. Ja doch, man hat ja den Pile Driver reingelegt. Wow. Man kann aber jetzt theoretisch mit dem Stronghold den Cycler wieder drauflegen und dann wieder Pew, Pew, Pew machen. Ja, aber da kommt ein dickes Pew. Ja, das. 1, 2, 3, 4. Ja, das war jetzt ein dickes Pew. Ja, das tat weh. Dann greifen wahrscheinlich die beiden Goblins an. Würde ich sagen, warum nicht? Eine 1er kann ich reinweilen. Ja, vor allem, ich meine, 2 kann was reinweilen, aber was will er denn zuhauen? Er braucht einen 3-3 Double Striker am Block, muss er überbieten. Das sehe ich nicht. Ja, okay, gut, immer mal ist das so. Carven of Souls, da war irgendwas schwarz. Der Life Drained wäre auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Okay, man weiß halt natürlich, dass Flux noch ein Fury auf der Hand hat. Das ist halt auch nicht unbedingt schlecht. Ja, zumindest wir wissen das. Uff, nichts und nichts. Go. Das ist krass. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nichts und Go ist schon ziemlich. Ja, es ist halt die Frage, ob man jetzt schon hergeht und sagt, okay, man schielt die Chalice auf 1. Nur damit. Ja, brauchst du die Chalice auf 1 noch? Boah. Ja, du kannst halt, wenn der keine Karten liegen hat, kannst die Luckys weg. Ja, aber er hat eh schon welche weg. Da würde ich fast schon eher die Chalice auf 2 legen. Ja, dann hast du aber keine Storms mehr. Selber. Das ist korrekt. Also, dann cuttest du deinen Removal weg. Das ist schlecht. Du hast jetzt noch die Den of the Bugbear im Block. Da würde ich jetzt, glaube ich, einfach Go sagen. Ja. Oder? Wobei, ja, doch, Chalice auf 1. Wobei mit der Den hätte man auch zuhauen können, oder nicht? Ja, aber du brauchst ja, willst ja noch Möglichkeit, noch einen Blocker haben. Ja, 2-1-1 erreichen. 2-1-1 erreichen. So, jetzt ist die Frage. Was hier gemacht wird mit dem offenen Mana. Ja, vor allem mit der Weil. Ob da jetzt, man kann jetzt noch was oben drauf legen. Nee. Macht es nicht. Krass. Okay. Karte ziehen und dann hochweilen ist natürlich auch die richtige. Das ist halt so ein Moment, wo Blue Moon richtig gut wäre, weil du die Toolbox vom Gegner wegschmeißt. Ja, das stimmt. Das ist halt jetzt gerade leider echt schade. Da kommt eine Matrone. Ja, ich bin gerade sehr, 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 sehr davon enttäuscht, dass erst eine Karte gezogen wurde und dann hochgeweilt wurde. Das könnte man fast schon als Cheating betrachten. Dun, dun, dun. Ach ja. Ja gut, der gute Patrick spielt noch nicht so lange mit Elder Fury. Ja, nee. Überhaupt nicht. Okay. Ja. Will er die Fury loswerden auf jeden Fall mit dem Typen? Das heißt, er muss jetzt 3 Goblins assemblen und dann... Das sind mehr als 3. Jo. Das stimmt. Der kriegt 2 Tokens mit den Spielen. Ja, genau. Und dann will man den Sharpshoot damit assemblen, um die Fury abzuschießen. Dann knallt man die Fury weg. Und sagt Go.
Man weiß halt nicht, dass der Gegner selber ein Dings hat. Noch eine Fury, aber ja, was soll's. Ten of the Bugbear, 5 Mana. Dum, dum, dum. Jetzt wird's halt gefährlich von den Lebenspunkten her, wa? Also ja. Jetzt wird wahrscheinlich für 4 geschossen. So. Alle bis auf den Token. Ja. Kriegt man hoch auf 15 gegen 4. Das ist halt schon echt eklig. Dann ja. Beat für 2. Ja, schon. 13. Das könnte knapp werden, weil 4 Leben ist nicht so wenig. Nicht vor so viel. Mit dem Land und mit dem. Du kannst halt nächste Runde das Den of the Bugbear aktivieren, ohne Schaden zu kriegen. Das Crater Maker, das heißt, du kannst sie nicht mehr aktivieren, ohne Schaden zu kriegen. Außer der vergisst jetzt hier wegzuflexen. Er hätte doch einfach Go sagen können, hätte sich das Ding oben drauflegen können. Den Shooter. Kann er jetzt End of Turn auch machen. Stimmt, das kostet 2, keine 3. Warum habe ich denn 3? Ach, wegen den Crossroads habe ich 3 im Kopf. Crossroads machen das ja für 3. Kann sein. Ja. Das ist die Budget-Version von dem Land. Verzauberung im Commander. Sehr häufig gespielt. Was hat man jetzt gezogen? Das ist jetzt die Frage, was man gezogen hat. Ja, anscheinend nicht so viel, weil... Oh. Da war ein Artefakt auf der Hand. Das sah aus wie eine Chalice dann. Ja, die will man natürlich jetzt nicht unbedingt haben. Nee. Ja, man kann jetzt auch einfach reinsemmeln. Weil das dann kriegst du ab, wird abgeschossen. Für 4. War das ein Fireflux-Quad? Dann war es kein Artefakt. Würde man das nicht so krass überlegen. Doch, weil du dir die dann auch zum Blocken offen halten kannst. Ja, sehe ich. Oder man will hier wirklich die Chalice auf 2 spielen. Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt, glaube ich, pur Mathe, weil der Gegner ist ja bei 13, knallst mit 6 fürs Fury rein. Ja. Ich meine, es ist meiner Meinung nach ist es eh over. Das ist nur noch nicht realisiert. Man hofft einfach, dass der Goblin-Spieler es nicht realisiert. Ja. Das man legt jetzt den Slinggang oben drauf, zieht den Slinggang, legt den mit der Fiole rein und schießt 15. Ja, das ist halt die Frage, wenn du jetzt Fury, also wenn du jetzt wirklich einen Fireflux-Quad legen kannst, kannst du halt auch einfach, da wurde einfach Go gesagt. Ja, genau, das passiert jetzt auch. Ja. Das ist und dann Slinggangs. Bam! Mal den rein. Mehr von den Goblins. Schieße ich die Goblins? Ob gewonnen. Ja. Knapp. Ja, okay, mal ein paar Mal mit den Token nicht angegriffen und dann der war wahrscheinlich dann sogar genug, damit der letzte Swing nicht gereicht hat. Keinen Sinn mehr. Ja, gut. Game 3 ändert sich, glaube ich, nicht so viel, oder? Da scheint zumindest bei. Ja, die Chalice fliegen. Die sind nicht gut genug und jeder Spell, selbst wenn es eine hohle Kreatur ist, sind besser. Ja, selbst wenn es eine hohle Kreatur ist, ich gehe mal davon aus, da werden noch. Stormblood Berserker vielleicht reinkommen oder die mit Split Second, die ihm weiße Kreatur plus 1 minus 1 geben. Ja, Drama 3, 2 Flash ist voll okay. Also irgendwas, was halt die Chalice halt schlecht, nützlich macht. Du brauchst Fleisch. Ja. So und gerade mit Flash ist gar nicht so schlecht, gerade mit Split Second ist nicht so schlecht. Ja. Der Gegner kann nicht drauf reagieren. Korrekt. Okay. Ein Mulligan von Goblins. Kein Mulligan von Flux. Keep von Flux. Ich habe auf jeden Fall eine Trinisphäre gesehen. Mm, Turn 1 Trinisphäre ist halt auch nicht so geil für Goblins. Nee. Das ist, glaube ich, für selten ein Deck geil. Andere Stompy-Decks. Manaless Dredge. Ja, die cheaten aber auch. Ja, wobei, der Reanimate mit Spell halt nicht, aber man kann immer noch kaputt kloppen. Stimmt, du kannst ja... Muss es ja nicht als Combo spielen. Mana Stretch kann man auch als Speeddown-Plan spielen. Oh Gott, ja. Nicht, dass das aktuell ein Deck wäre, aber trotzdem. Das ist auch so ein Nicht-Deck, ne? Ja, leider. Gut, was willst du auch gegen Decks aktuell machen? Dann legst du halt Turn 3 irgendwie so ein cooles Ding dahin, versuchst Speeddown zu machen, jeder macht Turn 3 so Uro. Ja, oder halt irgendwie Gravejard Hate, weil eh schon drin ist, wie Endurance. Aha, gerade Endurance. Ist das ein Mulligan auf 5? Ne, nur auf 6, okay. Auf 6, ja.
Gut, es wird gehalten. Tralalalala. Tralalalala, Trinidinifera. Ja, ne? Spielspaß, Spannung und Schokolade. Ja. Also das Dan auf der Hand und ein Dude. Oh, hier hätte ich gewastelandet. Ja, das ist so hart gewastelandet. Boah, je nachdem, wie viele Länder auf der Hand hast, kannst du dir ja gar nicht erlauben. Die Blood Moon sind noch drin. Ho! Oder man hat nichts genug zum Borden gehabt und hat sich gedacht, schieb ich mal einfach einen Blood Moon rein. Vielleicht hat man einfach gedacht, die Chalice sind, die Blood Moon sind besser als die Chalice. Da wird jetzt tatsächlich ein Blood Moon gelegt. Krass. Das wirkt so strange. Da wird noch gewastelandet. Reaktion auf gewastelandet. Gut, jetzt machen erstmal beide Spieler die nächsten 300 Runden nicht. Nicht viel. And go, let go. Go. Let go. Carmen sagt halt auch nichts an, ne? Ne. Land. Ja. Sind wir Goblin. Goblin, Rebel Master. Rebel Master. Die Katz. Ja. Yeah. Ja, jetzt ist halt nächste Runde, wenn noch ein Land da ist, halt Fireflux, ne? Das ist halt auch schon so. Typ. Bam. B-b-b-bam. Ja, genau. Also, wenn jetzt natürlich noch ein Land dabei ist, aber das ist ein Stomp. Das ist. Da ist noch ein Land bei. Stimmt, das ist das, was. Dasselbe, was schon mal liegt als MDFC. Ja. Yeah. Würde ich slammen. Feuerflux legen, Feuer frei. Einmal von oben runterrubbeln. Ja, oder man geht halt jetzt in den Tricky Mode. Man greift jetzt erst an. Wenn der Gegner den Double blockt, kannst du halt einen umnieten. Aber nein. Flux Double. Combat. Beatdown. Ja. Und jetzt deckt man die Trigger auch noch so, dass der Rebel Master 4 vorne ist. Ja. Also erst das Flyer-Flux auf den Stack und dann den Rebel Master auf den Stack. Genau. Sonst ist der Token weg. Genau. Erst den, dann den. Schalalala. Und jetzt haben wir noch einen Rebel Master. Das ist für die nächste Runde gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. 4-2, 2-2, 1-1, 4-3. Muss auf jeden Fall einer der Rebel Master Double Block werden. Ja, ansonsten wird die nächste Runde verdammt eng. Ja. Okay, wird nur gejumpt. Wahrscheinlich gegen den 4-3, ja. Mhm. Ha. Krass. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nee. Ein Lord? Ein Lord macht halt auch nicht viel. Nee, Lord macht praktisch nichts. So, und du hast halt. Je nachdem, welcher Lord ist ja sogar negativ, weil du dann Mountain Walk bekommst. Stimmt, alle Goblins. Je nach Lord. Dann tust du dir weh. Das ist ein Pile-Driver. Der macht halt nichts. Uh-uh. Und der Stomp ist ja auch noch auf der Hand. Das heißt, man stompt den jetzt gleich einfach weg. Jo, das weiß Goblin ja nicht. Ja, klar. Aber ich finde halt, hier hätte man einen Goblin weniger. Ich hätte jeden Goblin-Token der Welt gegen den Rebel-Master. Rebel-Master getauscht. Jeden Token der Welt. Der rennt dann jetzt gleich einfach über den Haufen. Ja. Vor allem, Stompy kriegt jetzt gleich 2 Goblin-Token. 4 sind im Angriff, die jeder Rebel-Master sieht. Das heißt, die sind 6-2 im Angriff. Mhm. Und wenn er jetzt dann halt mit 2 Goblins einen blockt, hat er einfach einen Goblin geopfert. Ja, dann flext man noch das Vieh weg. Dann mit Combat, dann kriegt man 2 Tokens. So, dann schwingt. Dann macht man wieder den Stack so, dass Fireflux ganz zuerst geht, damit es zuletzt abgerechnet wird. Dann geht erst ein Token und wenn du dann Pech hast, kommt ein Fury. Oh, aber auch das ist. 4-3er, ne? Das ist halt auch nicht schlecht. Das ist schon Liefel. Das ist 2 Damage, 2 Leben noch. Das ist halt 6, 12. Das ist jetzt ein 20. Allein schon durch Feuerflux und Ding sind 22 Attack, die gerade reinfliegen. Ja. Ist man auf 2 Leben. Ich wüsste nicht, was Goblins hier ziehen soll. Board Wipe. Ja, ist nicht drin. Fury vielleicht. Aber nee, das ist over. 2-1 für Flux Stompy. Verdient. Jupp. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.